Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsen-Griller. Marco möchte uns heute nur mal zwei kleine Stückchen Fleisch machen, leider. Aber die werden bestimmt ganz lecker. Und zwar ist das Hüftsteak und das Ganze in Butter gegart. Klingt schon mal gut, weil Butter ist ein guter Geschmacksträger. Deswegen machen wir jetzt mal ganz schnell, dass der Marco uns das zeigen kann. Viel Spaß. Hüftsteak für die Hüften. Denn auch wir müssen auf unsere Linie achten. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen, heute mal ein schönes leckeres Steak in Butter gar ziehen zu lassen und das dann bloß noch anzugrillen? Wir haben vor geraumer Zeit ein Steak von der Hohen Rippe im Olivenölbad gemacht mit Rosmarin. Das verlinken wir euch mal. Ja, mit unserem Video könnt ihr das euch nochmal anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und das hatte ich jetzt bei Facebook gepostet. Und da kamen doch so schöne viele Ideen. Das finde ich immer sehr schön, wenn man in einer Grillgruppe mit drin ist. Und da kam auch auf, wie würde denn sowas in Butter schmecken anstelle von dem Olivenölbad. Nehmen wir Butter. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen und deswegen gibt es das heute bei uns. Wir kommen jetzt aber erst einmal zu dem Brett mit den Zutaten. Ja, wie ihr seht, ich glaube, mit den wenigsten Zutaten werden das die schmackhaftesten Gerichte. Man tropft schon wieder die Zahn und deswegen kommen die Wörter etwas schwammig raus. An Zutaten. Ich zähle die wieder runter. Wie ihr wisst, ja, der ein oder andere hat es schon gehört. Findet ihr bei uns im Rezept und auf der Webseite. Genauso zu den Temperaturen und Zeiten werden wir nicht viel sagen zwischendurch. Das ist, oder viele Rezepte sind bei uns auch das erste Mal, wo wir uns auch an die Zeiten erstmal gewöhnen müssen. Es bringt ja nichts, wenn wir vorher sagen, das kommt jetzt für 10 Minuten auf den Grill, das ziehen wir jetzt 15 Minuten nach und letztendlich sind dann 20 und 30 Minuten draus geworden. Deswegen die genauen Mengenangaben, Zeiten, Schritte, alles bei uns im Rezept zum Runterladen, zum Ausdrucken, zum Nachlesen. Ich zähle jetzt alles runter. Wir haben Knoblauch, das ist frischer Knoblauch, das ist noch der klägliche Rest von einem anderen Rezept. Wir haben natürlich den Geschmacksträger Butter. Wir haben etwas Rosmarin, hier in der Ecke versteckt sich noch etwas Thymian. Und hier haben wir, ich hole euch mal ran, obwohl ihr seht das so, wunderbar marmoriertes Fleisch vom Wagyu. Das ist jetzt Hüftsteak vom Wagyu. Das ist von unserer vertrauten Metzgerei Krenitz in Chemnitz, haben wir uns das organisiert. Und ich denke mal, wo man guten Geschmack reinbringt oder Qualität, kriegt man natürlich auch nur gute Qualität raus. Link dazu findet ihr unter dem Video und natürlich hier an der Seite befindet sich noch etwas gegen den Durst für den Griller. Zubereiten werden wir das Ganze allein nur aufgrund der Temperaturkontrolle. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, das ist auch das erste Mal für uns, das wird uns das nicht versauen, ist immerhin noch ein gutes Stück Fleisch mit dabei auf dem Gasgrill. Dort können wir die Temperatur ein bisschen besser regulieren. Ich habe hier die kleine Konsisform aus dem schwedischen Möbelhaus in den indirekten Bereich gestellt. Den Grill heize ich jetzt vor auf 100 Grad. Lass erst einmal die Butter schmelzen. Und in die Butter kommt dann noch ein Thermometer mit rein. Denn wir wollen die Butter ja so bei 80, 85 Grad dann halten. Wenn diese geschmolzen ist, kommen die Kräuter noch mit hinzu. Und dann kommen wir doch schon zum nächsten Schritt. Wieder. Aber was kommt jetzt? Genau. Das leibliche Wohl wird bedient. Auf euch! Prost! Die Butter hat jetzt 80, 85 Grad, so wie wir es haben wollten. Hier nochmal als Tipp am Rand, lasst die Butter wirklich nur bei 100 Grad weich werden. Dann, die soll euch ja nicht verbrennen, denn Butter darf ja nicht zu heiß werden. Thermometer haben wir mit drin. Und jetzt kommen unsere Kräuter mit hier rein, die schön an den Rand legen. Der Rosmarin, der Thymian. Und hier unser täglicher Rest des letzten Knoblauches und hier unsere herrlich marmorierten Steaks. Natürlich wird jetzt die Temperatur erstmal runtergehen von unserem Butterkräutergemisch. Das ist ja selbstverständlich. Aber der Grill ist eingestellt auf, ich glaube, wir haben jetzt hier im Garraum 110 Grad. Und die Butter sollte dann bei 90 liegen, also zwischen 80 und 90. Und hier lassen wir die Steaks erstmal liegen. Die versehen wir dann noch mit dem Fleischthermometer, bis wir eine Kerntemperatur von 55 Grad haben. Was lange wird, wird gut.
Unsere gemessene Kerntemperatur war gerade bei 41 Grad. Die Butter hat immer noch, ich habe jetzt das Kernthermometer rausgezogen, deswegen sind es bloß noch 24, 79 Grad hat die Butter. Und wir sind fast in der Hälfte und dann drehen wir einfach mal unser, Entschuldigung, meine Kamera schwenke, einfach mal unser Fleisch rum, dass natürlich überall dieser wunderschöne Kräuter-Butter-Geschmack rankommen kann. Und jetzt lassen wir, war schon wieder aus dem Bild raus. Es tut mir leid, ich bin einfach nur aufgeregt. Wieder mal nervös, hä? Wieder mal nur nervös. Aber natürlich alles in eurem Sinne. So, das Fleisch ist rumgedreht und jetzt lassen wir das bis zur gewünschten Kerntemperatur liegen. So, 85 Grad Butter, 53 Grad im Steak. Wir holen jetzt das Butterbad vom Grill. Wir rüsten dann noch den Grill auf direkte Hitze um und verpassen den Steaks noch das ein oder andere Branding und dann kommen wir schon zum Anschneiden und zum Verkosten. So, raus aus dem Butterbad auf die direkte Hitze. Wie ihr seht, es ist ordentlich Hitze da und dort verpassen wir den Steaks jetzt einfach noch ein paar Röstaromen und dann ist schon wieder alles Geschichte. So, von beiden Seiten nochmal richtig schön angeröstet. Wir haben jetzt 56 Grad im Kern. Die genauen Zeiten, wie ihr wisst, auch Schritte findet ihr bei uns im Rezept. Und jetzt kommt der klassische Mittelschnitt. Und es ist jawohl saftig. Und ich denke mal auf den Punkt Sprachekorn drauf drücken. Sieht aber richtig geil aus. Zwei, drei Tranchen runtergeschnitten von André und der Rest für mich. Ja, lange hat es gar nicht gedauert. Eine Tranche hat der Marco mir abgegeben. So zart ist es schon mal. Das ist jetzt komplett pur, nur aus der Butter, also ohne Salz, ohne Pfeffer. Geschmackserlebnis hoch 5. Absolut geil, die Butter schön hier. Auch die Kräuterchen mit dazu, Rosmarin und Thymian. Liegt natürlich bestimmt auch, ohne Werbung zu machen, ohne dem zu quatschen, am Ausgangsprodukt. Ich denke mal, das wirst du vom Hüftsteak vom Jungbullen nicht ganz so hinbekommen. Aber puristisch und geil. Ja, vielleicht liegt es aber auch an uns. Ne? Also. Denk mal. An der Stelle auch nochmal danke für die kleine Inspiration, was ich am Anfang schon sagte, auf Facebook, das einfach mal auszuprobieren. Und wenn ihr irgendwas ausprobiert haben wollt, bevor ihr euch rantraut, könnt ihr uns das ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben und das probieren wir einfach mal für euch aus und sagen euch dann auch ehrlich, lasst das oder macht's noch. Genau, jetzt hast du aber genug geredet, ich kann nur noch sagen, das ist auf jeden Fall zum Nachmachen empfohlen, auch wenn es ein kleines bisschen auf die Hüfte geht, aber weg. Drauf geschissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, schließt am besten noch ein Abo ab, so verpasst ihr überhaupt nichts mehr von die Sachsen Griller und ich und der Marco. Wir sagen dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.